Im Pokalhalbfinale zwischen den TV St. Louis Royals und dem BC Farmers of Marburg ist etwas Merkwürdiges passiert. Noch etwa 2,5 Minuten sind im letzten Viertel zu spielen. Levke Brodersen trifft zum 67:62 für St. Louis. 67:62, wieder 5 Punkte vor für die Royals. Im darauf folgenden Marburger Angriff wird Sonisha Baker treffen. Und das schauen wir uns mal genau an. Vorausgesetzt, sie hat nicht ungefähr Schuhgröße 100, steht Baker ganz deutlich hinter der Dreierlinie. Schiedsrichter Alexander Freiwald, links im Bild, zeigt auch durch den erhobenen Arm an, dass es sich um einen Dreierversuch handelt. Der Wurf geht rein. Der Schiedsrichter zeigt durch die beiden erhobenen Arme an, gültiger Dreier. Auch Hauptschiedsrichterin Anne Panther, rechts, übernimmt das Zeichen. Beide Arme sind oben. Neuer Spielstand, 67:65. Jetzt gibt es eine Spielunterbrechung. Am Kampfgericht gibt es offensichtlich Diskussionsbedarf. Baker hätte ihn fast gehabt. Tetschek hat nicht aufgepasst. Sonst hätte sie sich einmal rumgedreht, dann wäre der Ball für die Royals im Spiel gewesen. Salui wechselt. Kennedy geht raus und Kiescher. Am Tisch mit den Offiziellen berät sich Hauptschiedsrichterin Anne Panther mit dem technischen Kommissar Klaus Laubrecht. Ob noch jemand am Gespräch beteiligt wird, etwa Schiedsrichter Alexander Freiwald, ist im Bild leider nicht zu sehen. Doch was bei der Besprechung herausgekommen ist, wird gleich auf der Anzeigetafel sichtbar. Bei Marburg wird nämlich ein Punkt abgezogen. Statt 65 noch 64. Der Dreier von Baker wird also nur als Zweier gewertet. Entsprechend ist auch auf dem Spielberichtsbogen eine Korrektur vorgenommen worden. Der Kringel um die Punktzahl markiert normalerweise einen Dreier. Man erkennt deutlich, dass hier die 4 von 64 dick nachgeschrieben wurde. Vorher stand da ja auch eine 5 für 65. St. Louis gewann das Spiel offiziell mit 69:64 und zog ins Pokalfinale ein. Es soll hier nicht um die Frage gehen, hätte Marburg noch gewinnen können, wenn der Dreier als solcher Bestand gehabt hätte. Natürlich dürfen Schiedsrichter auch Fehler machen. Aber es stellt sich trotzdem die Frage, warum kann ein Korb, der nicht nur deutlich und korrekt erzielt wurde, sondern auch vom Schiedsrichter deutlich und korrekt angezeigt, vom Anschreiber korrekt notiert und vom Bediener der Anzeigetafel korrekt eingegeben wurde, nachträglich, nur wenige Sekunden später, wo die Erinnerung noch frisch sein sollte, so einfach revidiert werden. Und das in einem deutschen Pokalhalbfinale, das von 3 Schiedsrichtern geleitet, von einem technischen Kommissar begleitet und von einer dreiköpfigen Jury beobachtet wird. Oben steht Laura.